dann schwenken wir kurz River bei die Lasch. Die Spielerin von Nettelbrek hat dann aber heute auch verdient mit 4-2 gewonnen. Steht sie mal an der Final, an Luma nach Enghalle-Final hier umlaufen. Also auch ein bisschen ein Generationenduell, wo Tessie Gonringer mit singen. Ich nenne den Alter von den Damen noch nicht mehr, das schneiden wir hier noch einfach raus. Tessie Gonringer war hier mit 3-0 auf Führung, wenn ich mich richtig erinnere. Schwierig. Tessie Gonringer hat darauf gewiesen, auch schon an der Viertelfinale. Du hattest auch im Moment sich du mit 4-1 durchgesetzt. Und ich denke noch, dass die Erfahrung von Tessie Gonringer das. Effektiv. Das gesehen, noch gut hier am Bild. Du hast irgendwo das Problem. Die Spielerin steht da, wenn nicht die Spiele weiter. Kraft zu sehen von dem Sonnenproblem. Du. Effektiv beim Durchtennis Problem Heinz, du kannst durchstellen. Das du an der Halbfinale an hat hat halt gegeint Tessie Gonringer weiß doch auch ein gut Moral. Ich muss sagen, mal allgemein bei den vier Halbfinalen gut gefallen, dass aber wenig, die wir mit einem halben Gebäude kriegen. Tessie Gonringer will auch einmal am Avantage 7-5-4. Relativ aggressiv, vertraut sich auch, hat riskiert viel auch beim Topspin, weil er auch durch ein Schlüssel auch für sich die nächsten Jahre zu verbessern und Löser auch mehr Sicherheit zu kreieren. Ah, du hast den Topspin-Duell rausgehauen. Den immens, gut immens sicher spielt um dich. Nochmal am Abschlag. Dann, wo der Barbosa dachte, an einer relativ schlechten Position, just nach dem Ball auf dem Tisch kann spielen, und dann als Tessie Gonringer direkt da. An Heire Menke, ja, Punkt am Trickhand gemäht. An Tessie Gonringer setzt sich dann verdient mit 4-1 durch.